Also als meine Hauptaufgabe heute sehe ich jetzt darin, einige Differenzierungsschritte vorzunehmen, um bestimmte Identifizierungen zu vermeiden, von denen ich denke, dass sie schädlich sind für eine Wahrnehmung des Problems. Und was ich nicht machen werde, ist eben Basisbanalitäten auszutauschen. Natürlich gehen wir d'accord oder wissen, dass eine gewaltsame Erziehung, eine Erziehung, die auf Scham setzt, in irgendeiner Weise geneigt ist, Neurosenvorschub zu leisten, sie zu befördern und dann eben auch durch erhöhte Unterdrückung von natürlichen Triebregungen später wiederum Gewalt zu produzieren. Wir wissen auch, dass natürlich die Gewalt gegen Frauen generell keine ruhmreiche gesellschaftliche Institution ist. Das sind Basisbanalitäten, darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich gehe auch davon aus, dass Sie alle in irgendeiner Weise das Ausmaß erahnen, in dem diese Phänomene nicht nur in den islamischen Gesellschaften prävalent sind, in denen sie auch in den westlichen Gesellschaften prävalent sind. Also diese Ableitung, da werden Kinder geschlagen und dann kommt bei denen eben so etwas heraus. Da werde ich mich etwas verweigern und versuchen, das in das Problem des Dschihadismus auch in ein dialektisches Verhältnis zu stellen, indem es diese Ideologie in einem Ensemble, in einem ideologischen Ensemble stattfindet, indem sie nicht isoliert werden kann wie ein Patient für den Psychotherapeuten, der dann vor einem liegt auf der Couch. Das wäre so eine erste Identifizierung, die ich vermeiden würde. Und diese Identifizierung, diese Rolle wird leider häufig vom Feuilleton aus Psychotherapeuten dann zugemutet oder Psychoanalytikern, dass man sagt, nun erklären Sie doch mal, was an dem Patient Islam falsch ist, was der für eine Pathologie hat, wo der krank ist. Und dann gibt es eben so simplistische Ableitungen, die schwachen Vaterfiguren sind schuld und so weiter. Das ist meines Erachtens zu wenig. Eine Ideologiekritik muss darüber hinausgehen und die Psychodynamik, der Psychodynamik Rechnung tragen von Individualpsychologie in Gesellschaft. Das heißt, das Problem, das ich kritischer Theorie stellte, war diese Individualpsychologie, die unglaublich mächtig war, ein mächtiges Instrument, ein analytisches Instrument, die mit Freud eben entstanden ist, dass man die in ein Verhältnis brachte zur marxistischen Gesellschaftswissenschaft, zur materialistischen Analyse von Gesellschaft. Und diese Spannung, die ist nicht aufzulösen, da gibt es keine ideale Lösung, die anders als eben am Konkreten stattfinden könnte, am konkreten Gegenstand. Und die muss sich eben immer wieder am konkreten Gegenstand legitimieren, ob sie funktioniert oder nicht funktioniert. Also das Verhältnis von Individualpsychologie und Gesellschaft ist ein ganz wesentliches, was insgesamt zu klären wäre, um schon mal zu vermeiden, dass man sich jetzt an den Islam heranbegibt, als wäre er ein einziger Mensch, ein Patient, der nichts mit einem zu tun hätte. Ein Grundsatz der Psychoanalyse ist ja, dass hier nichts Menschliches fremd ist. Insofern mache ich mir das auch zum Leitsatz für eine skeptische Revision dessen, was man im islamischen Staat sieht, nämlich ein barbarisches Regime. Der islamische Staat ist natürlich ein barbarisches Regime. Ich möchte aber heute ein wenig darüber hinauskommen, ihn nur als barbarisches Regime, als anderes darzustellen und eben zu fragen, wie er dazu werden konnte, wer es ihm erlaubt hat, so zu werden und wie wir dazu in einem Verhältnis stehen. Das kann ich natürlich in der Form, die wir heute haben, die begrenzte Form, nur kaleidoskopartig tun. Das wird ein fragmentarischer Vortrag werden, zwangsläufig. Ich habe hier keine gegossene Form vorbereitet, dass Sie nach Hause gehen und denken, Sie müssten jetzt nichts mehr darüber lesen. Ich kann eben kleine Appetithäppchen und kleine Provokationen mitgeben und vielleicht auch ein paar Sachen, wie gesagt, differenzieren. Also bei der Differenzierung von dem Islam wäre doch das Erste, dass man den Islam und die Muslime auseinanderhalten kann. Individuen verhalten sich ja von je gebrochen zu ihren Ideologien, sodass sie nie
vollständig sich an ihre Ideologien selbst halten, dass sie stets inkonsequent haben. Deshalb ist auch das Blödste, finde ich, was man machen kann, dann irgendeinem Nazi vorzuwerfen, dass er ja Döner Kebab ist. Das ist ja, das hilft ja überhaupt nichts weiter. Und genauso muss man auch nicht jetzt groß drüber schmunzeln, dass zum Beispiel Mohammed Atta oder die anderen Attentäter des 11. September selbst Privatpornografiekonsumenten waren oder so. Das sind dann so Schmunzelanekdoten. Ich denke, wenn man grundsätzlich an Ideologiekritik herangeht, sollte man zuallererst sich vergegenwärtigen, dass Ideologien den Individuen selbst sich schon als im Widerspruch zu ihren eigenen Ansprüchen präsentieren, dass sie auch, wenn sie noch so radikal ihre Ideologie formulieren und daran festhalten, sie das nicht den ganzen Tag machen. Was den Islam angeht, die islamische Welt, denke ich, gibt es einen Moment, dass ich als Ethnologe vielleicht, oder auch wenn sie selbst gereist sind, in islamische Regionen vielleicht kennen, das Problem, dass sehr, sehr viele Muslime kein Arabisch sprechen, dass sie deshalb auch den Koran nie gelesen haben, nie verstanden haben, sich als Muslime fühlen, irgendwie als Muslime geboren werden, vielleicht auch ab und zu mal in eine Moschee gehen, weil das so schön klingt, wenn da vorne einer murmelt, das klingt auch sehr schön, außer es ist morgens um 4. Aber dass sie sich eben, man sagt dann ethnisch als Muslime verstehen, mit weiteren ethnischen Zugehörigkeiten, dass sie sich dann zum Beispiel auch noch an irgendwelchen Clans zugehörig fühlen und so weiter, die dann mitunter wichtiger sind als ihre muslimische Identität, dass sie aber deshalb noch lange nicht das sind, was man eben als islamisch im orthodoxen Sinne verstehen würden. Man also da schon eine große Diskrepanz hat zwischen dem, was ist ein Muslim, was ist der Islam. Und dann begeht man den Fehler, dass man das Gleiche macht wie die Islamisten. Die Islamisten versuchen, Muslime auf der ganzen Welt auf den Islam festzulegen, zu sagen, ihr seid ja Muslime, also haltet euch auch an den Koran, wenn wir ihn euch jetzt übersetzen oder vorlesen oder predigen. Sie versuchen also, die Muslime mit dem Islam zu identifizieren, sie damit identisch zu machen, sie dem anzunähern, was im Koran steht. Jetzt gibt es das, was so ein Kniff ist in der ganzen Diskussion um den Islam, dass man sagt, naja, wie kannst du nur von dem Islam reden? Es gibt ja ganz viele verschiedene Lesarten des Koran, es gibt verschiedene Formen des Islam und so weiter. Das ist auch wiederum natürlich eine Binsenweisheit. Natürlich gibt es den Sufismus und auch im Sufismus gibt es die Tijaniya und die Qadiriyya und verschiedene Schulen und Sheikhs und so weiter und die sunnitischen Rechtsschulen. Natürlich gibt es diese Differenzierungen. Das ist ja erstmal banal. Trotzdem behauptet diese Rede von den vielen Islams etwas anderes, nämlich sie behauptet, weil sich Muslime auf der ganzen Welt ganz unterschiedlich verhalten, eben nicht nur als Muslime verhalten, sondern ganz unterschiedliche Alltagslösungen gefunden haben, dass das dann deren Islam sei, dass sie also wiederum in ihrem Alltagsverhalten ein anderer Islam seien. Also sie werden wiederum von den Apologeten des Islam mit ihrem eben eigenen Islam identifiziert. Sie werden selbst wieder zu hundertprozentigen Muslimen gemacht in ihrem Alltagsvollzug, obwohl das, was sie machen, jeden Tag machen, gar nicht notwendig in einem Verhältnis zum Islam steht, sie das überhaupt nicht verstehen als muslimisch und so weiter. Ich möchte das auch an einem Extrembeispiel illustrieren. Ich kenne zwei albanische Muslime, Jugendliche. In deren Pass steht Muslim. Das Erste, was die meiner Mutter gesagt haben, war, als sie sie betreute, war, ja, das juckt uns alles nicht, wir sind keine Muslime, wir essen Schweinefleisch. So, also in ihrem Pass steht Muslim, aber es ist ihnen völlig wurscht. Und das kann man auch in unterschiedlichen Dichten, in unterschiedlichen Gesellschaften annehmen, dass ein großer Teil von Menschen eben von außen als Muslime gesehen wird, vorauseilend so interpretiert wird und dass es ihnen aber eben so wurscht ist, wie irgendwelchen Christbaum-Christen eben der Bender-Teuch oder irgendwelche
christlichen Theologeme, die deshalb nicht wirklich etwas damit zu tun haben wollen. So. Also, und dennoch wäre es eben eine postmoderne Beliebigkeit zu sagen, naja, wir haben jetzt diesen Koran, dann lesen wir den und dann legt ihn jeder so aus, wie es ihm passt. Und das sind dann die verschiedenen Lesarten des Islam. Das macht dann zum Beispiel ein sehr kompetenter und intelligenter Mann, den ich sehr schätze, Ahmad Mansur. Ich empfehle sein Buch sehr, Die Generation Allah. Aber was er eben macht, ist genau das zu tun, zu sagen, mein Islam hat damit nichts zu tun. So. Das ist ein bisschen auch eine Beliebigkeit, die man an ein Werk heranträgt, das selbst auf eine bestimmte Art und Weise gelesen wird und wo man sagen kann, Werk immanent, stimmt das nicht. Werk immanent kann man den Koran eben nicht einfach so auslegen, wie es einem passt, sondern Werk immanent hat eine klare Botschaft, eine klare Struktur und die kann man kritisieren und analysieren. Und das ist im Prinzip der Islam, über den wir ideologiekritisch reden, den wir zunächst einmal analysieren müssen. Das Gleiche weiß auch Al-Qaida zum Beispiel. Al-Qaida in the Arab Peninsula, AQAB hier, hatte Al-Qaida im Maghreb, eine sehr kleine Organisation, die oft überschätzt wird und sehr stark durch Drogenhandel und Schmuggel sich finanziert und Söldner finanziert. Aber da sagte die eine Al-Qaida zu anderen, naja, vielleicht ist das doch nicht so schlau, die Leute gleich zu verprügeln oder auszupeitschen, wenn sie Alkohol trinken, wenn die gleichen Leute noch nicht mal wissen, wie man richtig betet. Also die wissen um diese Gebrochenheit im Alltagsverhalten von dem, was normal unter muslimischer Bevölkerung verstanden wird, in muslimischen Staaten und ihrem tatsächlichen theologischen Bezug zum Islam. Also das wäre doch die entscheidende Botschaft, mit der ich mich auch abgrenzen möchte gegen Missverständnisse, die heutzutage sehr leicht fallen. Ich würde das so lösen, dass ich sage, dass eine Religionskritik an dem Islam möglich und notwendig ist. Man muss sich eben nicht täuschen lassen von diesen ganzen die Islam und die verschiedenen Muslime und so weiter. Man muss den Koran lesen als den Islam, das ist nötig. Solange jetzt nicht die Muslime mit der Ideologie identifiziert werden und solange man tunlichst nicht die Asylpolitik mit der Ideologiekritik des Islams vermengt, wie das eben das Lieblingssteckenpferd der gesamten neuen Rechten ist, dass man irgendwie die Illusion hegt, man könnte jetzt wegen den Islamisten irgendetwas durch Abschiebungen verändern, verhindern und so weiter. Das sind natürlich vorgeschützte Argumente, dann, bei denen es vor allem darum geht, die eigene Lust am Abschieben zu rechtfertigen und eben endlich jemanden heraushalten zu dürfen. Darum geht es natürlich als Kosmopolit nicht. Was in Europa stattfindet, Europa ist ein sehr kleiner Teil der Welt, ist relativ irrelevant. Für wenn ich die Ideologiekritik des Islams betreibe, dann muss ich zuallererst Länder wie Bangladesch im Blick haben, wo es eben ein sehr harter Kampf zwischen Dschihadisten stattfindet und eben so etwas wie einem liberalen Islam oder einer Säkularisierung einer islamischen Gesellschaft oder auch Länder wie Indonesien, nach wie vor das viertgrößte Land der Welt nach Bevölkerung und auch nach Größe. Also Regionen, die weltpolitisch doch fast inzwischen relevanter sind als Europa. Darum geht es mir heute nicht um irgendwelche Vorstellungen von kleinem Deutschland, das irgendwie nicht islamisch werden soll oder was für Vorstellungen es da gibt. Also wenn wir uns diesen Koran anschauen, dann müssen wir doch erkennen, dass eines nicht wahr ist, was auch immer wieder behauptet wird, dass alle Religionen sich irgendwie ähneln oder sehr gleich sind. Das hört man auch immer wieder, naja, es sind ja alle Religionen gleich, insbesondere aus den Kulturwissenschaften, denen ich angehöre. Und das stimmt einfach nicht. Und das würde auf heftigsten Widerspruch aus den Religionen selbst stoßen, wenn man einem Muslim sagt, ja, deine Religion ist ja irgendwie gleich wie das Christentum und der Judaismus, dann wäre das einfach
würde er das wahrscheinlich nicht so lustig finden. Was aber stattfindet, ist, dass in den christlichen Regionen eine unwiderrufbare Säkularisierung stattgefunden hat. Unwiderrufbar, warum? Natürlich ist sie widerrufbar, also sie wird gesellschaftlich immer wieder angegriffen und so weiter, aber man wird in den westlichen Gesellschaften nicht hinter den Tod Gottes zurückkehren können, der im 19. Jahrhundert stattfand, als die Paläontologen die ganze Kosmologie des Christentums unter einem Haufen Fossilien einfach beerdigten und es ein für alle Mal vorbei war mit dem kosmologischen Anspruch dieser Religion, in irgendeiner Weise den Menschen Natur zu erklären, in irgendeiner Weise den Menschen Gesellschaft auch zu legitimieren aus Natur, aus Schöpfung, aus irgendeiner göttlichen Autorität. Das meint das Tod-Gottes-Problem, das Nietzsche auch als Problem sieht. Er triumphiert ja nicht und sagt, hurra, jetzt ist der Gott tot, wir haben keine Probleme mehr, wie das manche Atheisten heute machen. Sondern er sagt, der Gott ist tot, wir haben ihn getötet und jetzt haben wir ein Riesenproblem, dass wir nämlich unsere Moral begründen müssen, dass wir uns verhalten müssen im Alltag, dass wir uns selbst Götter werden müssen, uns erwachsen werden müssen sozusagen, dass wir von Kindern zu erwachsenen Menschen werden müssen. So. Die Religion versuchen natürlich im Westen diese Kränkung irgendwie zu integrieren und heute sieht man auch an katholischen Kirchen dann Fossilien und dann heißt es irgendwie, ja, wir besuchen jetzt das Wunder der Schöpfung Gottes und seht doch, wie reichhaltig Gott die Natur gemacht hat und so weiter. Man hat die ganze Evolutionslehre wieder theologisiert, erfolgreich sogar die Kreationisten machen das mit Fälschungen, aber auch durch die Evolutionslehre. Nur dieses ausgehöhlte Christentum hat ein besonderes Interesse daran zu sagen, alle Religionen sind gleich, weil es in dieser Lehre, die es auch verspürt, in diesem Verlust an Kosmologie, in diesem uneinholbaren Verlust, dass es da natürlich Bündnispartner sucht, andere Religionen, die irgendwie noch echter glauben als es selbst. Und dass es diese Bündnispartner vor allem sucht, um nicht sich eingestehen zu müssen, dass es eigentlich im Kern, wenn es denn reifen wollte, zu einer atheistischen Lösung, zu einer depressiv-atheistischen Lösung, wie gesagt, nicht zu einer manischen atheistischen Position schreiten müsste. Es verhält sich also das Christentum in extremem Widerspruch zur eigenen gesellschaftlichen Realität, während man das Gleiche noch nicht zwangsläufig sagen kann von einigen industriell noch nicht erfassten Regionen der Welt, wo durchaus nicht alphabetisiert wurde, wo die Evolutionslehre nicht stattgefunden hat, weil sie unterdrückt wird, sei es staatlich, sei es durch die Religion, sei es weil der Westen überhaupt nie angetreten ist, das zu verbreiten, dafür auch zu sorgen, dass Menschen auf aller Welt grundlegendes Wissen über ihre Umgebung erfahren. Und dann sagt man eben, naja, der Islam ist ja auch wie das Christentum, alle Religionen sind irgendwie gleich. Nein, ist es nicht. Wenn man das Erste Testament liest, die jüdische Geschichtsreligion, die christliche und dann den Koran, wird man das auch nachvollziehen können. Der Koran ist geprägt von Apokalyptik. Die Hölle spielt in allen Religionen eine Rolle, im Judaismus eine sehr, sehr geringe, im Christentum eine beachtliche, aber trotzdem keine tragende Rolle. Im Islam ist die Hölle das tragende Moment der Missionierung. Man kann sogar sagen, dass die Apokalyptik das allererste Missionierungsinstrument im Islam ist. Wir finden in so gut wie jeder Sure die Hölle als Abschluss einer Erzählung. Ist das irgendwie, was ich da? Ja. Als Abschluss einer Erzählung oder eben im Zentrum. Die Hölle ist der Kern dieser ganzen koranischen Erzählungen, die sich immer wiederholen. Das heißt, man glaubt nicht aus einer intellektuellen Herausforderung heraus, sondern aus Angst. Da schließe ich mich auch Ahmad Mansur an, der da sagt, dass die Höllenangst das zentrale Problem der islamischen Theologie ist. Und das ist natürlich ein weitreichendes Problem. Wenn die Leute aus Angst vor der Hölle glauben und wirklich aus leibhaftiger Angst vor der Hölle, dann ist es relativ schwer
zu dieser unbewussten Angst oder nicht weit ins Unbewusste reichenden Angst einen rationalen Zugang zu finden und diese Angst in irgendeiner Weise zu lindern. Und zugleich ist es natürlich von äußerster Bedeutung, sich dieser Höllenangst auch anzunehmen auf irgendeine Weise und überzeugend klarzumachen, dass es die Hölle nicht gibt. Das ist natürlich schwierig, das argumentativ, philosophisch gegen die Höllenvorstellung zu argumentieren. Das findet natürlich nicht statt, weil es sehr bequem ist, dass es gesellschaftlich überwunden ist und man keine Übung mehr hat, an diesen Höllentheorien sich abzuarbeiten, theologisch und philosophisch. Es ist auch enthalten eine äußerste Feindschaft zum Zweifel an Gezeigten. Mohammed missioniert durch oder möchte gerne durch Wunder missionieren. Er ist sehr stark fasziniert an der jüdischen Theologie, die er auch zitiert. Die Hälfte des Korans besteht in Rezitation, vielleicht sogar zwei Drittel, von Geschichten aus dem Judaismus. Als allererstes natürlich der Auszug aus Ägypten, der wird immer wieder wiederholt. Wir haben eine relativ geringe Position von Noah, Hiob, dann haben sie die Sintflut, Noah, ja, als bedeutendes Strafmoment, Sodom und Gomorra, und kommt auch immer wieder vor als Beweis für die Zerstörung der Sündhaften und so weiter. Aber was ihn an Moses so fasziniert, ist, dass Moses der mächtigste Zauber ist. Ja, der mächtigste Zauberer, dass Moses die ägyptischen Zauberer übertrifft, dadurch, dass er seinen Stab in eine Schlange verwandelt. Wiederholt er immer wieder, ganz fasziniert davon. Und er selbst scheitert aber mit einem gleichen Versuch. Er hat eine Kamelstute und sagt, die ist ihm von Gott gesandt worden. Und was machen seine Gegner? Sie schneiden dieser Kamelstute die Sehnen durch und schicken sie in die Wüste, um sie dort sterben zu lassen, und verspotten ihn. Das kränkt ihn zutiefst. Und er beklagt sich immer wieder, dass die Ungläubigen die deutlichsten Zeichen nicht sehen würden, die sichtbaren Zeichen nicht sehen würden. Also es geht darum, Wunder zu glauben, wie im Christentum auch, nur vielleicht in einer noch etwas stärkeren Position, weil Mohammed von seinen Zeitgenossen eben Zweifel erfährt, während Jesus in der christlichen Theologie ja auf Zustimmung seiner Anhänger stößt. Dann haben sie immer wieder erwähnt das Feuer. Ich glaube, es gibt kaum ein Wort, das häufiger im Koran vorkommt als Feuer. Es wird immer wieder in jeder Sure, werden die Ungläubigen verbrannt, werden die Übeltäter verbrannt. Sie werden auf entsetzlichste Weise gequält in der Hölle. Sodass man schon sagen kann, diese Drohung ist das eine, dass aber die Vorlust auf die Bestrafung der Ungläubigen permanent angestachelt und geweckt wird in jeder dieser Erzählungen. Und nicht eben nur in der Apokalyptik des Johannes zum Beispiel, wie es im Christentum ist, sondern wirklich permanent. Das ist doch ein bedeutsames Moment, dass hier auf eine ganz spezifische Weise Sadismus als Fantasie schon mal gefördert wird, dass die Legitimation, die Ungläubigen zu verbrennen, geliefert wird, die dann auch letztlich in die Realität umgesetzt wird von den Dschihadisten. Und haben die Gehorsam als Ideal. Das ist psychologisch leicht zu erklären, weil diese konkrete Furcht durch Gehorsam zu stillen ist, die konkrete Furcht vor den konkretisierten Strafen Allahs. Und durch diese konkrete Furcht kann eine ganz abstrakte Angst, eine begriffslose Angst, die viel entsetzlicher sein kann, kann gestillt werden. Wir haben das gleiche Verhältnis in Kinderbüchern, da gibt es die gleiche Diskussion, brauchen Kinder Monster. In Monstern, in Kinderbüchern wird kindliche Angst, unbegriffene Angst, reduziert auf etwas Konkretes, und das kann beruhigend sein. Das kann für das Kind beruhigend sein, ein schreckliches Monster in einer Geschichte zu erleben und zu wissen, das ist jetzt das, wovor ich Angst haben muss, anstatt eine ganz diffuse Angst zu haben. Es gibt gleichzeitig im Koran die Verschwörungsangst. Es gibt keinen expliziten Antisemitismus. Es gibt ja nur diese Zitate, die dann durch die Gegend geistern, die gibt es in den Hadithen. Aber der Koran selbst ist eigentlich kein besonders antisemitisches Werk im Vergleich zum Christentum, erst recht nicht. Aber
Also es geht natürlich um Juden, die in dieser Zeit Mohammeds ein realer Machtfaktor waren, gegen die er militärisch kämpft, die er auch mit Massakern ausmordet und vertreibt. Aber es gibt nicht das, was man heute als Antisemitismus fassen würde, auch nicht im Vergleich zum christlichen Antisemitismus. Es gibt aber eine Angst vor Verschwörungen, eine permanente. Und an diese Angst vor Verschwörungen dockt natürlich ideal, dass die Propagandaschrift an, die für das verantwortlich ist, was man heute islamischer Antisemitismus nennt, nämlich die Protokolle der Weisen von Zion, ein Mythos über die Weltverschwörung von Juden. Und darauf hat Timan Tarach zum Beispiel verwiesen, dass das für den islamischen Antisemitismus viel, viel relevanter ist als der Koran selbst. Dass aber der Koran schon eine gewisse Verschwörungsangst mitbringt und dass er politische Macht verspricht. Da haben Sie auch das Verhältnis zum Judaismus, das ich kurz erläutern möchte. Die jüdischen Schriften sind über hunderte von Jahren hinweg entstanden und sie beinhalten ganz unterschiedliche geschichtliche Epochen, Sklaverei, Versklavung, also die eigene Versklavung, dann die Eroberung, dann wieder die Vertreibung, dann wieder die Versklavung. Es gibt die Zeit der Könige, die Zeit der Richter, das Exil in Babylon, also ganz unterschiedliche Rechtsformen, ganz unterschiedliche Gesetzeslagen, die in ein Verhältnis gestellt werden, sodass diese Gesetze sich jeweils erhellen, zu einem gewissen Maße, wie das in Religion eben immer noch relativ möglich ist, die erhellen sich durch die gesellschaftlichen Umstände, in denen sie entstehen, und sie passen sich diesen Umständen an. Das ist eine Geschichtsreligion. Im Islam werden diese Gesetze für eine bestimmte geschichtliche Epoche geschrieben. Es gibt sehr wenige Gesetze überhaupt. Dieben wird die Hand abgehakt, Ehebrecher werden ausgepeitscht. Das ist auch unverhandelbar, da gibt es keine Stellen, die das zurücknehmen. Und dann gibt es noch ein paar Gesetze zur Scheidung, zur Zeitehe oder zum Tötungsverbot. Aber es ist insgesamt eben ein relativ kleiner juristischer Korpus, weshalb wir dann auch in der islamischen Rechtsprechung für die Scharia die Hadithen so relevant werden, die über den Koran hinausgehen, die dann diese Fachfragen klären, weil das der Koran nicht leistet. Er verspricht es aber zu leisten. Er verspricht in einer Phase des militärischen Erfolges, ein erfolgreiches Staatswesen zu führen auf Grundlage des Koran. Und er verspricht eine Phase von Prosperität, die ungekränkt ist. Der Judaismus wird immer wieder gekränkt. Es gibt immer wieder Exil und Vertreibung. Und er kann theologisch diese Kränkungen inkorporieren in die Religion. Und das macht das auch teilweise autoaggressiv als Bestrafung für sündhaftes Verhalten und so weiter. Aber es gibt eben nicht die Vorstellung, dass es einem immer gut gehen soll und dass Gott die Gläubigen immer belohnt. Das macht aber der Koran. Er sagt, die Gläubigen werden im Jenseits belohnt. Durch das Paradies werden die Ungläubigen bestraft werden im Jenseits. Sie werden aber auch im Diesseits belohnt durch militärischen Erfolg, durch grenzenlose Expansion und so weiter. Es gibt keine Krise. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil die Realität der Muslime heute ist die Krise, eine gigantische Krise, da kann man darüber diskutieren, was die ganzen Faktoren sind, inwieweit das selbstverschuldet ist oder inwieweit das durch den Kolonialismus ausgelöst ist oder durch den Kapitalismus, kann man alles diskutieren. Die Krise, in der sich die islamischen Gesellschaften heute befinden, die ist vom Koran nicht vorgesehen, einfach theologisch nicht vorgesehen. Und das ist natürlich fatal, weil wenn ich eine Krise habe, die ich nicht erklären kann, wenn ich keine Theodizee habe, wenn ich nicht erklären kann, warum Gott den Gläubigen Böses möchte, weil das große Rätsel des Christentums ist, dann habe ich Projektionsbedarf, dann wird die Ursache dieser Krise projiziert. Entweder autoaggressiv, dass man sagt, wir waren sündhaft, wir müssen zurück zu den Wurzeln, wie das die Salafisten machen, oder eben antisemitisch, dass man sagt, nein, daran sind Verschwörungen schuld, daran sind die Juden schuld, daran sind irgendwie die Frauen schuld, der Westen, der die Frauen verdirbt und so weiter. Also man hat einen immensen Projektionsdruck durch das Nicht-Abgestimmtsein von realer Krise und theologischen Versprechen. Das fließt natürlich beides zusammen, wenn man selbst den Verdacht hat,
dass etwas nicht so ganz stimmt mit dieser Religion, die einem Wohlstand verspricht, obwohl man arm dran ist. Dass man dann auch Zweifel an der Religion bekommt, dann setzen die Bestrafungsängste ein, komme ich in die Hölle? Nein, dann zweifle ich nicht. Die Ungläubigen zweifeln. Das ist das Dogma-Problem, das Theodor Reich sehr genial bespricht. Dass der eigentlich von Dogmen zerfressene Mensch einer ist, der eigentlich an der eigenen Religion sehr große Zweifel hat, der darüber Schuldbewusstsein in sich trägt und der dann die Schuld an diesem Zweifel auf andere projiziert, auf zersetzende andere Momente. So, der Islam ist auch eine extrem chauvinistische Religion, muss man so sagen. Es gibt einen klaren Manichäismus, Paradies und Hölle, es gibt Gewinner und Verlierer, immer wieder die Verlierer, die Verlierer, die Verlierer. Und dann die frommen Muslime sind die Gewinner, die anderen sind eben die Verlierer, die Losers auf meiner englischen Übersetzung. Und das ist eine klare Hierarchie, die wahren Gläubigen, die kommen in den Himmel. Theoretisch in den Himmel könnten auch wahrglaubende abrahamitische Buchreligionen kommen oder Bekehrungswillige, wenn sie denn sich irgendwann bekehren. Und garantiert nicht in den Himmel kommen ungläubige Heiden, Atheisten, Verräter und Apostaten, für die ist eigentlich der Tod vorgesehen. Und das wird auch mehrfach anempfohlen, die zu töten. Insofern ist das keine besonders exotische Lesart des Koran, wenn Salafisten und extreme Dschihadisten wie der Islamische Staat ihre Gesellschaftsordnung als islamisch verstehen und sich auf den Koran berufen. Das ist eine schlüssige Interpretation des Korans, das ist die naheliegendste Interpretation. Und ich finde, im Gegenteil müssten eher die rechtfertigen, die so originelle Vorschläge haben, wie Khurshide, der als einer der Vertreter des Reformislam in Deutschland gilt, wenn er sagt, naja gut, also der strafende Gott, das wäre ja der relative Gott und der barmherzige Gott wäre der absolute Gott. Und man soll da eben den absoluten Gott pflegen. Das ist ein bisschen eine Winkelzugstheologie, die im Islam auch eine lange Tradition hat. Die islamische Welt hat eben lange überlebt und sich angepasst, also sich theologisch angepasst, durch Raffiners, durch Winkelzugstheologie, durch das Ausspielen von einzelnen kleinen Passagen gegen ganze Suren. Es ist aber einfach falsch, wenn man so tut, als würden die Salafisten nicht richtig lesen können oder als würden die ihren Koran irgendwie völlig verfremden oder ganz falsch übersetzen. Das stimmt einfach nicht. Also die salafistische Lesart des Korans ist eine berechtigte. Das muss man anerkennen und wenn man das nicht anerkennt, dann verharmlost man das Problem, indem die theologische Krise des Islams ebenso brisant wird als massenhafte, nicht nur als Randgruppenproblem. Das Zweite, woran der Koran ein extremes Problem wird, ist, dass er eine literalistische Religion ist. Das sind die anderen Religionen nicht. Also es gibt natürlich auch literalistische Lesweisen des Christentums, aber es ist nicht textimmanent im Judaismus oder im Christentum, dass man diesen Text lesen soll und ihn eins zu eins in Politik umsetzen soll, dass er für immer wahr sein soll. Der Koran will ein Text sein, der für immer wahr ist. Es will ein Text sein, der auf alle Zeiten gültig ist. Und das nennt man Literalismus. Dieser Literalismus ist in einem ganz interessanten Verhältnis zu einem anderen Aspekt des Korans, dass er nämlich eigentlich gar nicht gedacht ist als Schriftdokument, dass seine Form eine orale ist, Oralität, nämlich dass sie eigentlich aus der oralen Kultur stammt, dass sie rezitiert wird. Und das war ja auch die große Kunst in der islamischen Welt, den Koran auswendig zu lernen und ihn nicht vorzulesen, sondern zu rezitieren, ihn auswendig zu können. Wie eben Homers Ilias und Odyssee, das in einem bestimmten Versmaß, in einer Poesie rezitiert wird und diese Poesie ist auch für einen Großteil der Attraktivität des Islam heute relevant, dass es einfach sehr schön klingt, dass es poetisch eindrucksvoll ist. Und das erklärt aber auch, warum sich so viel wiederholt, warum eine Zirkularität eintritt, die auf einen Leser doch redundant wirken kann, rasch redundant wirken kann. So, also es wird von Mohammed, so die Erzählung, eben in seiner Höhle empfangen. Er ist ein klassischer
man nennt das in der Ethnologie Geistbesessener, ne? Ein Geisterprediger, ein Geistbesessener, wie es Bewegungen im subsaharischen Afrika immer wieder gibt, dass Leute sagen, sie stehen mit Geistern in Kontakt und erhalten von denen Botschaften. Und dann erzählt er das in Rezitationsform seinen Anhänger und die schreiben das irgendwann auf. Und dann wird Jahrzehnte nach Mohammeds Tod erst das erstellt, was man heute als Koran kennt, eben als Kodex, als Buch. Aber der Form nach noch in dieser Rezitationsform der oralen Kultur. Das ist relevant, weil es eine Schnittstelle bildet zwischen oraler Kultur und Schriftkultur und an dieser Schnittstelle stehen heute sehr viele Gesellschaften, in denen die Alphabetisierung mitunter gerade erst eingesetzt hat oder schon wieder so weit erodiert ist durch Krisen, dass sie wieder einsetzen muss, also dass es verschüttet ist. Zum Beispiel in Ghana konnten vor 50 Jahren vermutlich mehr Menschen Englisch oder eben also relational oder lesen und schreiben in manchen Regionen Afrikas als heute, einfach weil zwischendurch durch diese extremen Krisen die ganze Schulbildung einmal komplett weggefallen ist, für ganze Generationen. So, also dass dort noch dieser orale Charakter einer Rezitation, eines etwas, etwas sehr Angenehmes, etwas sehr Bekanntes entfaltet und dass dann sich da noch hinaufsetzt, eben, dass er nun heute als Buch auch vertrieben wird, übersetzt wird und dann diese Autorität noch einmal steigert, also sowohl lokal rezitiert wird von lokalen Autoritäten, als auch sich legitimiert als Schriftwerk, als Gegenstand von Bildung, als Symbol von Bildung. Müssen sich da Leute vorstellen, die in ihrem Leben noch nie ein Buch gelesen haben und dann kommt jemand halt mit so einem dicken Buch und sagt, er hat das ganz gelesen. Das ist, macht anders Eindruck als wenn jetzt hier jemand sagt, er hat ein dickes Buch gelesen und er kann jetzt die Welt erklären. Dieser Literalismus ist auch ein perfektes Herrschaftsinstrument und ein Gerüst für den autoritären Charakter. Jemand, der sich entledigen möchte seiner ganzen gedanklichen Anstrengung, seiner Zweifel und so weiter, der wendet sich natürlich sehr gerne an sein äußeres Gerüst, das einen trägt, das einem hilft im Alltag diese ganzen Selbstzweifel und Selbstwertgefühle zu überbrücken. Es tritt dann noch in eine dialektische Form ein, der demokratische Charakter des Islam. Dadurch, dass er als Buch verbreitet wird, ähnlich wie der Protestantismus, ist er tendenziell auch jedem zugänglich. Deshalb sind die Salafisten auch Reformisten, die setzen an einer ähnlichen Stelle an, an der die evangelische Reformation in Deutschland angesetzt hat, dass die Leute überhaupt nicht verstanden haben, was in der Bibel gepredigt wird, als das hier auf Latein rezitiert wurde. Das gleiche Problem haben heute Muslime, denen auf Arabisch der Koran gepredigt wird und sie verstehen kein Wort davon. Dann sind sie halt Muslime, ja, hören sich das gerne an und so weiter. So, und jetzt wird er halt übersetzt und jetzt kann im Prinzip jeder diesen Text lesen und zum religiösen Experten werden. So ist der Islam ursprünglich auch entstanden als relativ demokratische Religion, relativ mit Einschränkungen im Vergleich zu den esoterischen Priestersekten der Polytheisten, indem man nur durch jahrelanges Eingeweihtsein in einer Sekte zu Geheimwissen gelangt, das den anderen verborgen bleibt. Das macht der Islam nicht. Der Islam sagt hier, wir haben ein Buch, das kann jeder lesen, kann jeder nachprüfen, danach müssen sich alle verhalten, aber das bedeutet auch, dass jeder einzelne Gläubige von seinen Predigern erwarten kann, dass sie sich auch danach verhalten können. Also es ist ein anderer Charakter, der in bestimmten Regionen durchaus attraktiv ist, in dem bislang ein eher esoterischer Islam gepredigt wurde, der von sehr kleinen Priestersekten, Predigersekten teilweise generational weitergegeben wird, also durch Filiation, durch der Islam im Dorf hat eben einen Sohn und der Sohn wird dann wieder der Imam und der wird dann auch wieder Imam. Das ist natürlich nicht besonders demokratisch, vom Sufismus so eine kleine esoterische Gemeinschaft zu haben und dann den Leuten zu sagen, was sie machen. Der Sufismus hat eine andere Form, das Ritual, das jeder persönlich eben durch Wurdi oder wie auch immer sie dann lokal heißen, mystisch Gott begegnen kann. Das ist ein eigenes demokratisches Moment. Trotzdem. Ich gehe nur kurz darauf ein, weil ich ja, als Ethnologe auch ein bisschen Spezialwissen anbringen muss. In Ghana
Ghana hat prozentual die größte Ahmadiyya-Gemeinde der Welt. Ahmadiyya ist eine islamische Richtung, die in Pakistan entstanden ist, die oft als liberal gilt und das im Vergleich auch vielleicht ist, aber die trotzdem das Kopftuch durchsetzt und so weiter. Es gab in Ghana auch immer schon Sufis, sufistische Richtungen, die sehr stark waren, die aber, wie gesagt, sehr esoterisch waren, sich oft synkretistisch bewegten, die sich den lokalen Chief ausgesucht haben, der war mit seinen Fetischpriestern zugange, also in traditionellen Religionen, und diese Chiefs und Könige, die haben sich dann oft islamische Imame oder Malams geholt, um von diesen besonders mächtige Zauber, weil die Zauber von weit her kommen, sind sie besonders mächtig, erstellen zu lassen, sodass die ersten islamischen Missionare oft Hofzauberer waren und eine Rolle dann auch hatten als Zauberer. Sie durften ihre Religion verbreiten, solange sie nicht dem Chief gefährlich wurden. Und das führte dann zu diesen Synkretismen in Westafrika vor allem zwischen Naturreligion und Islam. So. Die meisten Muslime können aber weder lesen noch schreiben und haben den Koran natürlich nie gelesen. Und da kommen jetzt seit den 1950ern Reformmuslime und predigen den richtigen Koran, bringen den Leuten Lesen und Schreiben an. Was bedeutet im subsaharischen Afrika Reformislam? Nicht das, was man hier darunter versteht, sondern unter Reformislam versteht man ein wissenschaftlicher Begriff für die salafistischen Bewegungen im subsaharischen Afrika. Das meint man, wenn in der Ethnologie von Reformbewegungen, von islamischen Reformbewegungen die Rede ist. Das sind die Salafisten. Warum? Weil die Leuten Lesen und Schreiben beibringen, weil die Schulen gründen und weil die den Leuten den Koran erklären und nahebringen, der ihnen von Islam vorher vorenthalten wurde, sozusagen. Das macht seinen reformistischen Charakter aus, nicht nur, sondern sie haben natürlich selbst, das sind lauter Einzelpersonen, die ganz unterschiedliche Motivationen haben, die teilweise prächtige Menschen sind. Die haben auch soziale Anliegen, die sie tatsächlich auch umsetzen. Also das ist nicht nur so, dass die da ganz zynisch, instrumentell sich der sozialen Anliegen bemächtigen, um die Leute dann alle ins Selbstmordattentat zu schicken, sondern es ist durchaus so, dass die in der Masse Leuten auch soziale Netzwerke bieten, dass sie gewerkschaftliche Vertretungen organisieren, dass sie auch reales Wissen vermitteln. Und das ist auch der Grund, warum man in Ghana immer mehr Schulmädchen und auch Jungen, aber vor allem bei den Mädchen sieht man es eben sehr deutlich, weil ihnen dann der Schleier auferlegt wird, der Schleierzwang, warum diese Schulen, gerade die salafistischen Schulen, voll sind. Die bieten günstige Bildung an und es ist eben nicht nur eine scheinhafte Bildung, sondern es ist immer auch reale Bildung, dass den Leuten hier Computertechnik beigebracht wird und so weiter. Alles natürlich, einschränkend. Also es gibt das Fremdfinanzierte. Saudi-Arabien geht massiv rein in diese ganzen Lücken. Ist nicht zu unterschätzen. Sie haben überall gefördert von Prinz Faisal, gefördert vom saudi-arabischen irgendwas Fund und so weiter. Das steht dann immer außen dran, manchmal auf Arabisch, manchmal nicht. Aber das Charakteristikum des ghanaischen Salafismus war, dass er relativ früh und relativ lange und relativ rasch sich selbst finanzierte aus den Spenden der lokalen Muslime, einfach weil die Leute froh waren, dass es Schulbildung gibt. Das ist ein Foto aus Nordghana, das ist eben dann auch ein Resultat davon, dass man immer häufiger jetzt sieht, das gab es vor 20 Jahren noch nicht, dass irgendwelche 3-, 4-, 5-jährigen Mädchen halt in so ein Chador gesteckt werden und dadurch schon als sexuell attraktive Wesen markiert werden. So. Und das andere ist, dass natürlich der Schiismus diese Herausforderung sehr, sehr ernst nimmt, der Iran, iranische Islamische Republik Iran, IAI. Und auch, obwohl sie nur, 0,3% Anteil der Muslime in Ghana Schiiten sind,
eben auch bis ins hinterste Ghana versuchen reinzugehen. Hier ein Schild, das ist in Nordost-Ghana, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Ja, die Islamische Republik Iran hat hier eben einen Brunnen gegraben. Oder was ist es hier? Well, ja, Handdog-Well, also ein handgegrabenes Brunnenprojekt. Der Schild hat wahrscheinlich mehr gekostet als der Brunnen. Das ist aber typisch für das ganze NGO-Business. Also, da kommt immer ein riesen Schild hin. Die ganze Schilderwälder, die Schilder kosten meistens mehr als ein Jahresgehalt der ghanaischen NGO-Mitarbeiter. Das hängt auch damit zusammen, dass die da so stark reingehen, dass diese islamistischen Bewegungen, insbesondere der Iran und die Hisbollah, fast immer auch kriminell sind, dass sie vernetzt sind mit Kriminalität und dass Westafrika immens bedeutsam ist für den Schmuggel von Drogen aus Südamerika. Das landet eben in Westafrika an und geht dort durch die Staaten hindurch, durch die Sahara, und wird dann verschifft nach Italien und Spanien und nach Europa letztlich. Das ist unglaublich profitabel. Die Einkommen übertreffen dann teilweise die Staatsbudgets, sodass relativ rasch hier Staaten instabil werden und ausgehöhlt werden. Das nur als kleine Nebenbemerkung. Möchte ich auch in Erinnerung rufen, dass eines der größten und mächtigsten Kalifate, das Sokoto-Kalifat im 19. Jahrhundert war, das mit 1 bis 2,5 Millionen Sklaven die zweitgrößte Sklavenhalternation der damaligen Welt war und diese ganze Region auch terrorisiert hat durch Eroberungen und eben auch Sklaven genommen hat. Und dann eben gestürzt wird von den Briten letztlich. Was haben aber die Briten gemacht? Sie haben nicht gesagt, naja, jetzt haben wir hier diese islamische Welt erobert, wir sind Christen, das Kalifat gestürzt, jetzt verbreiten wir das Christentum, wie man das oft im Kolonialismus vorwirft oder wie man das erwarten würde. Sondern sie haben gesagt, prima, hier funktioniert eigentlich alles super unter dem Islam. Wir verbieten christliche Missionierung, weil es so gut läuft. Das war die Ideologie der Indirect Rule der Briten. Und die hatte eben auch zur Folge, also man wollte das nicht stören, man wollte eine Art Menschenzoo. Das hatte eben auch zur Folge, dass jegliche Aufklärung in diesen Regionen unterblieb. Das gilt auch für weite Regionen Sudans, wo es bis heute eben nachhallt, dass Menschen systematisch Aufklärung verweigert wurde, die sie hätten haben können. Ich meine jetzt nicht die christliche Missionierung, sondern auch Schulen und so weiter. Und dass man eben die islamisierten Gesellschaften Afrikas sich selbst überlassen hatte, weil man merkte, dass die politisch erstmal funktionieren. Das ist die Lugano-Doktrin. Also worauf ich hinaus möchte, ist, dass der islamische Staat, wenn wir ihn heute betrachten, nur ein sehr kleiner Teil des Problems ist, das sich stellt als theologische Krise des Islams. Auch nur ein kleiner Teil des Problems, das sich stellt an dschihadistischen Problemen und auch, ob er nun untergeht oder nicht, eine vorläufige Etappe sein wird. Jetzt kann man diskutieren, ist der islamische Staat eigentlich größenwahnsinnig? Ist er wahnsinnig? Kann man darüber reden als Form eines Wahns? Oder muss man sagen, vielleicht verhalten sie sich ganz machtrational, zynisch und instrumentell zu ihren Chancen. Vielleicht werten sie ihre Chancen ganz richtig aus und verhalten sich realistisch. Das finde ich eine sehr wichtige Unterscheidung, die man treffen muss, weil man sehr rasch bei der Hand ist mit dieser Floskel vom Wahn. Man hat an der Analyse des Nationalsozialismus gemerkt, dass es mit dem wahnhaften Charakter, zum Beispiel des Antisemitismus, ein ganz großes Problem ist, weil diese Antisemiten sich überaus realitätsgerecht in ihrem Wahn verhalten und sogar nicht die typischen Kennzeichen von Wahn aufweisen, wie Dissoziation und so weiter. Also der Plan des IS ist eben, über den Stand des größten islamischen Reiches hinauszugehen und unter anderem ganz Westafrika zu erobern und so. Muss man sich fragen, ist das so unrealistisch? Natürlich, Al-Qaida im Maghreb hat nur ein paar hundert Leute, sie haben aber 500 Millionen Euro ungefähr Jahreseinkommen durch Schmuggel von Drogen, Zigaretten und so weiter, durch lose Allianzen, durch Söldner, die sie sich dadurch leisten können, haben sie gleichzeitig einen Zugriff auf Schutzgelder.
Wenn jetzt Boko Haram in Nordnigeria wütet durch Terror, dann hat das immer auch einen instrumentellen Charakter. Das ist nicht nur der individuellen Psychopathologie von komplett sadistischen Marodeuren entsprungen, nicht nur, immer auch. Ne? Immer auch. Das geht nie ohne ab. Sondern es hat auch einen wahren Charakter. Der wahren Charakter des Terrors, in ein Verhältnis zu setzen zum Wahren des Terrors, das erscheint mir doch von größter Bedeutung. Wenn nämlich Boko Haram diese Schulmädchen entführt hat, zum Beispiel, was nur ein kleiner Teil des Terrors war, oder christliche Dörfer ausgemordet hat, wie es das schon lange vorher machte, dann kann es zu der nächsten Schule gehen, zu der übernächsten, und Schutzgelder erpressen, und dann werden die Schutzgelder zahlen. Das heißt, es geht bei diesen ganzen terroristischen Akten immer auch um Schutzgelderpressung, darum, auf dem internationalen Markt gewisse Gegenleistung zu erhalten. Deshalb ist es auch so attraktiv für Bewegungen, sich mit Al-Qaida zu assoziieren, obwohl sie vorher nicht viel damit zu tun hatten, weil seit Al-Qaida, seit 9-11, seit es auf dem Markt ist, es als das beste Gütesiegel für Terror gilt, das man haben kann, und dadurch auch als das beste Druckmittel, als das beste Marketingmittel. Wenn irgendeine Gruppe für Predigt und Kampf in Algerien, wie es sie tatsächlich gibt, einen Anschlag verübt, wird darüber niemand was schreiben. Wenn Al-Qaida in Algerien einen Anschlag verübt, wird das in der Presse hier erscheinen. Das ist ein ganz einfaches Kalkül. Und genau das Gleiche passiert jetzt mit den Assoziationen des Islamischen Staates. Das ist eine ganz instrumentelle Haltung zum Terror, die auch nachgewiesen ist als, muss ich den Begriff nochmal nachgucken, ja, es ist eben eine islamistische Propagandaschrift. In der das auch Management of Savagery, also das Management der Wildheit, der Barbarei, wenn man ganz gezielt diese barbarischen Akte einkalkuliert, die Reaktion des Westens darauf einkalkuliert, dass man sehr genau psychologisch durchschaut hat, wie der Westen darauf reagieren wird, wie Lösegeld zum Beispiel gezahlt wird für 100 weitere Geiseln, wenn man eine Geisel eben auf brutalstmöglichste Weise vor der Kamera hingerichtet hat und so weiter. Also es gibt diesen zynisch-instrumentellen Charakter. Gleichzeitig gibt es nie nur diesen zynisch-instrumentellen Charakter, sondern wenn sich der Islamische Staat ja kultiviert als Militärstrategie, in einem Angriff auf einmal Dutzende von Leuten selbst in die Luft sprengen, in einer Militäroperation, wenn das Selbstmordattentat zu einer massenhaften Militärstrategie wird, dann muss man schon annehmen, dass man es mit Wahn zu tun hat, dass man es mit einer spezifischen Psychopathologie zu tun hat, mit dem, was man einen Todeskult nennen kann. Also wir müssen unterscheiden zwischen Propagandapsychologie, zwischen die sich auch nach außen richtet, deren psychologisches Subjekt, der nicht Muslim ist, der Westen ist, den man ausbeuten möchte, auf irgendeine Weise, und der Propagandapsychologie, die sich an die Gläubigen richtet oder an die Konvertiten. So. Wenn wir jetzt diese Größenfantasie also nicht erstmal ernst nehmen und sagen, okay, die wollen wirklich das alles erobern, die wollen nicht nur Leute einschüchtern, sondern die wollen wirklich das erobern und glauben an ihre eigene Propaganda, muss man sich fragen, na gut, also diese Staaten im westlichen Afrika, im subsaharischen Afrika, das sind extrem schwache Staaten, das sind teilweise gescheiterte Staaten. Wenn man da mit ein paar Millionen reingeht, mit viel terroristischen Potenzial, dann kann man diese Staaten sehr, sehr leicht in die Knie zwingen, diese Lichtstaaten ja oft, Zentralafrikanische Republik oder so, da ist kein Staat als Rechtsstaat da. Da sind natürlich parastaatliche Strukturen da. Die Leute organisieren sich selbst, die Märkte funktionieren, es gibt irgendwelche Ältestenräte und so weiter. Das ist alles Failed State, ist auch so ein Ideologem ein bisschen. Aber trotzdem, man kann diese Strukturen sehr leicht terrorisieren und kaputt machen. Es ist nicht so unrealistisch, wenn sie sagen, wir werden zumindest dieses subsaharische Afrika in Angst und Schrecken versetzen, auf Dauer. Trotzdem, mit 16.000 bis 40.000 Kämpfern dieses Unternehmen zu starten und einem noch kleineren harten Kern, stellt natürlich die Frage, naja gut, ist das
wirklich realitätsgerecht? Es ist vielleicht schon realitätsgerecht, wenn man sich das Kalkül anschaut, mit dem der Islamische Staat auf seine Unterstützer guckt, die nicht direkt jetzt dorthin reisen, aber das sind eben doch beachtliche Ziffern. Zum Beispiel sind nur 28% in Pakistan grundsätzlich gegen den Islamischen Staat. In Nigeria sind 14% immerhin positiv beeindruckt. Malaysia und Senegal 11%, das sind ungefähr die SPD-Werte. Und in der Türkei, immer lachen alle, das ist eigentlich sehr traurig, Türkei 8% und in den palästinensischen Gebieten 6%, das wundert mich etwas, aber auch nicht allzu sehr, weil der Islamische Staat da die Konkurrenz eben auch hat durch Hamas und Fatah. Wie schafft der Islamische Staat seine Propaganda zu verbreiten? Er macht das ganz geschickt und er wendet auch die klassische Propaganda-Psychologie an. Nur zum Beispiel, wenn er hier schreibt, Dabiq, die können Sie sich alle durchlesen im Internet, völlig frei zugänglich, das Magazin, Hochglanzmagazin des Islamischen Staates, auf Englisch übersetzt, ich glaube sogar auf Deutsch. Just Terror, natürlich die Parole von Nike, Just Do It und so weiter, schwingt mit, aber eben auch Just, gerecht, gerechter Terror. Wie der ganze Krieg des Islamischen Staates sich ja als gerechter verkauft. So. Und allein, dass er eben so ein Hochglanzmagazin hat, verleiht ihm natürlich Autorität in einer wahren Gesellschaft, die auf solche Propaganda, auf solche wahren Elemente grundsätzlich erstmal eingestimmt wird, die auch gar nicht auf solche Propaganda verzichten kann. Wenn man sagen würde, naja, man will an diese propagandistischen Kerne ran, man will Menschen immunisieren, psychologisch gegen Propaganda, wird man natürlich Ärger bekommen mit den realen Zuständen, die auf Propaganda ganz zentral beruhen. Propaganda für Waren, Propaganda für Parteien, das ist ja nicht eine erhellte Autorität, wenn ich ein Gesicht von einem Politiker wählen soll, der nichts anderes sagt, als ich habe ein Gesicht auf einem Wahlplakat. Natürlich eine propagandistische Entleerung von Politik. Und das fördert natürlich, dass Leute so ein Hochglanzmagazin lesen und sehen und sich denken, ah, dann bringt jemand ein Magazin raus. Das kann ja also nicht so schlecht sein. Das muss ja was Interessantes sein. Weil genau das gleiche Verhalten hat man ja im Alltag. Oh, ein Magazin zu einer Sache. Vielleicht gucke ich da mal rein. So. Was hat der Islamische Staat geschafft? Stichwort Realitätsgerechtigkeit. Er hat sehr kühl kalkuliert und rational seine Möglichkeiten genutzt, die er hatte in dieser Situation. Er hat den halben Irak erobert im Handstreich. Er hält ihn seit 5 Jahren erfolgreich gegen eine Koalition aus, so gut wie allen Staaten der Welt, gegen massivste Bombardements und er hält Millionenstädten seit Jahren. Also Mosul, das ist keine Kleinstadt. Das ist einfach Zugriff auf Gelder. Der Islamische Staat finanziert sich selbst, nicht nur eben durch Öl und Ölschmuggel, sondern weil, wie im subsaharischen Afrika, der Zugriff auf eine Stadtbevölkerung auch im subsaharischen Afrika heute bedeutet den Zugang zu Millionen von Einkommen, die erhoben werden können, über Zuckersteuer, wie es in Somalia zum Beispiel ist, über irgendwelche Steuern, über Spenden, die man erpressen oder kann oder die man auch kriegt und so weiter. Das sind beachtliche Ökonomien, die da angeeignet werden, die da per Raub in Besitz genommen werden. So, also Millionenstädte. Fallujah zum Beispiel hat keine Sau interessiert, als der Islamische Staat Fallujah eingenommen hat. Also er hat realistisch und effektiv seine Chancen genutzt. Der hat auch realistisch und effektiv das genutzt, was ihm der Westen in Syrien angeboten hat, nämlich sich dieses Konflikts anzunehmen. Auch Russland ist irgendwann auf dieses Angebot eingegangen, nach Jahren, nachdem Putin wirklich gemerkt hat, der Westen hat wirklich nichts dagegen, wenn man Assad wieder aufbaut. Das wurde eben deutlichst kommuniziert durch Jahre hinweg. Und man muss sagen, auch der Islamische Staat, auch die Jabhat al-Nusra-Front, Al-Qaida eben, die haben lange gewartet, bis sie sich in diesen Konflikt reingetraut haben, der rumlag.
den der Westen rumliegen lassen hat. Sodass man bei der Frage, ist da jetzt einer pathologischer als der andere, man eigentlich sagen muss, naja, also der Westen mit seinen ganzen Ressourcen, mit seinem ganzen Know-how, mit seinem spionagetechnischen Know-how, mit seinem ökonomischen Know-how, mit seinem militärischen Know-how, mit dieser ganzen Satellitentechnik und so weiter, verhält sich der Westen eigentlich wahnhafter als der Islamische Staat, wenn er sich nicht längst dieses Konfliktes angenommen hat und ihn befriedet hat mit den Mitteln, die er hat. Nein, der Westen hat hier eben eine pathologische Neurose. Unter anderem gehört dazu, dass er entsetzliche Angst, der Westen hat entsetzliche Angst vor Selbstmordattentaten. Damit hat er nicht umgehen gelernt. Ich komme später nochmal darauf zurück, als militärische Strategie. Keine Antwort gefunden darauf, wie man mit seriellen Selbstmordattentaten umgeht, und seine Lösung ist eben nicht das Problem, depressiv anzugehen, sondern manisch, indem man sich eine Welt vorstellt, in der alles irgendwann sich aussitzt und man einfach so tun kann, als könnte dieser Konflikt immer so weitergehen und irgendwann wäre eben beendet durch irgendwelche Verhandlungslösungen oder weil keiner mehr da ist, ist ja auch wurscht. Dann. Das ist diese infantile Position des Westens zum Islamischen Staat, die mir aus der Perspektive der Pathologie doch fast bedeutsamer und komplexer erscheint, als, weil es so ein unüberwindbares Problem ist, als der Islamische Staat selbst, in dem sich mal wieder Barbarenhorden austoben, die man aus der Geschichte nur zu gut kennt. Ich möchte da an der Stelle nochmal erinnern, zum Beispiel an Sierra Leone. Als die RUF, die Revolutionary United Front in Sierra Leone, durch die Dörfer zog, massenhaft vergewaltigte kleine Kinder, den Leuten die Hände abpackte, damit sie nicht wählen oder auf Straße und so weiter. Also Höhepunkte der Barbarei, sicherlich nicht neu erfand, aber eben in dieser Zeit als Barbarei schlechthin gelten konnte. Erinnert sich da heute keine Sau mehr daran, weil man diese RUF relativ effektiv zerschlagen hat durch eine militärische Intervention der britischen Armee damals und der United Nations. Also man hat sie bekämpft, nachdem allerdings dieses halbe Land verwüstet haben oder das ganze Land auch. Trotzdem, also nichts an der Barbarei des Islamischen Staates ist jetzt neu. Der Westen kennt das alles. Er weiß, wie das ist, wenn Barbaren irgendeinen Winkel der Welt komplett verwüsten, wenn sie Leute massenhaft vergewaltigen, wenn sie Leute in Brunnen schmeißen oder über Klippen stürzen. Das kennt man alles. Man weiß, wie man damit umzugehen hat. Man schickt Armeen dahin und befriedet das. Fertig. So, und natürlich ist das nicht einfach, natürlich braucht man dafür individuell angepasste Strategien, spezifische Militärstrategien, und das ist natürlich nicht billig, aber man hat es ja auch nicht verhindert, also muss man die Rechnung irgendwo zahlen. So, man hat nicht in Prävention gesteckt, also muss man eben in die Intervention dann umso mehr stecken. Was aber natürlich nichts bringt, ist so zu tun, als wäre das Problem nicht da, das ist das manisch-wahnhafte des Westens. Ähnlich in Somalia. In Somalia wurden die Al-Shabaab weitgehend zurückgedrängt, aber sie breiten sich wieder aus. Sie konnten just ein Massaker an kenianischen Soldaten verüben, mit 200 Toten. Da wurde ein kenianisches Kontingent mitten in Al-Shabaab-Gebiet gesteckt, unerfahrenes Kontingent, und die wurden in einer Nacht- und Nebelaktion komplett ausgelöscht. Und so wurde das ganze Camp überfallen, 200 Leute tot. Oder 140, die Zahl ist ungeklärt. Das wird natürlich nie genau zugegeben. Es gab hier keine größere Aufregung oder Pressemeldungen. Sowas scheint normal zu sein für den Westen, und das zeugt auch wieder von einer wahnhaften, nicht realitätsgerechten Mentalität in westlichen Ländern gegenüber dem Problem, dem man sich gegenüber sieht. Libyen, genauso eine Verleugnung. Man dachte, man macht Gaddafi weg und müsste danach nur irgendwie wieder diese Indirect Rule-Ideologie pflegen, dass man irgendwie einen großen Mann dann fördert oder wenigstens irgendeine Partei, und dann geht das irgendwie so durch die Instanzen durch. Man hat in diesen extrem komplexen Gesellschaften eine Vielzahl von Strukturen, eine Vielzahl von Akteuren, die sind in gewisser Weise demokratischer als das, was man hier kennt im Zentralstaat oder auch im Föderalstaat. Und man muss theoretisch, wenn man da Intervention plant, mit diesen ganzen Akteuren auch lokale Kontakte einplanen, bis in die hintersten Winkel eben eine Unterstützung anwenden. Das macht man nicht. Man dachte, Intervention und dann fertig. Aber ich fand das gut, dass Gaddafi weg war. Nur die Nachsorge war eben dilettantisch und auch nicht realitätsgerecht. Die USA mussten das spätestens mit dem Sturm auf die Botschaft dann erleiden. Auch Deutschland hat sich nie so weit vorgewagt, weil sowieso sich dachte, ach, wir leben in Deutschland und die Welt ist klein, den verkaufen wir Autos, und dann hat sich das
Auch Boko Haram seit über einem Jahrzehnt aktiv, auch mit Vorläuferorganisationen, hat Zugriff auf Millionenstädte, und Millionenstädte in Nigeria bringen Millionen an Einkommen, mit denen man wiederum Söldner rekrutieren kann, sehr günstig, und mit denen man wiederum mehr Städte terrorisieren kann. Ich erwähne das alles unter dem Stichwort der Diskussion Realitätsgerechtigkeit oder Wahn, die mir für die psychologische Diskussion sehr relevant erscheint. Was ist eben das Wahnhafte am islamischen Staat und was ist wahnhaft am westlichen Verhalten daran dazu? So, aber ich kehre jetzt nochmal zurück auf eine spezifische Eigenart, nämlich die strukturelle oder in den islamischen Gesellschaften, die Position zur Geschichte, dem Phallus Geschichte. Wie lange habe ich schon gesprochen? 60 Minuten oder länger? Ja, ein bisschen länger, oder? Ja, 60 ungefähr, ja. Ja, okay. Gib mir mal ein Zeichen bei ja. 80 oder 90 Minuten. Also es kommt in der islamischen Geschichte zu einem sehr kurzen Geschichtsempfinden, was vor 1000 Jahren passiert ist, ist den Leuten teilweise sehr nah. Die Schlacht bei Karbala ist für die Schiiten, teilweise wird die so empfunden, als sei sie vorgestern gewesen, als sei Scheich Ali eben vor kurzer Zeit gestorben. Und so ist es eben mit vielen Ereignissen. Die Zeit des islamischen Großreiches, der Expansion, dauerte 700 Jahre. Das heißt auch, dass der Islam relativ gut die islamischen Gesellschaften sich an äußere Umstände anpassen konnten, dass sie nicht sich in einem wahnhaften, größenwahnsinnigen Blitzkrieg sich total verschlissen haben und dann wieder zusammenbrachen, sondern dass sie sehr kühl kalkuliert eben ihr Großreich aufbauten und über Jahrhunderte hinweg auch hielten bei allen internen Konflikten und so weiter. Das ist also schon ein Unterschied zu komplett nicht realitätsgerechten Ideologien. Und woran der Islam, dieses islamische Großreich dann aber zerbrach, ist, dass es unter dem Mongolensturm zerschmettert wurde. Und zwar in einem, ja, man kann sagen, der größte Genozid der Weltgeschichte war der Mongolensturm mit an die 40 Millionen Toten. Und ganz Persien wurde wohl von dem ersten Mongolensturm ausgemordet, ganze Städte mit an die 100.000 Einwohnern auch vollständig zerstört, Schädelpyramiden aufgetürmt und so weiter. Bagdad wurde vollkommen im Erdboden gleich gemacht. Also es muss ein gigantisches Blutbad gewesen sein, das sich dann nochmal wiederholte, insbesondere in Persien, als dann ein mongolischer Muslim, nämlich Tamerlan, nochmal Persien überfallen hat und bis nach Indien eben dann den Islam brachte und dabei auch wiederum Millionen tötete. Das kann man vielleicht von außen als das große Trauma der islamischen Geschichte bezeichnen, ist aber merkwürdigerweise so, dass es gar nicht so eine Rolle spielt. Wenn man Muslime fragt, was war das große Trauma der Muslime, dann historisch dann sind das die Kreuzzüge, die auf die islamische Welt einen vergleichsweise geringen Einfluss hatten, im Vergleich zu dem Mongolensturm. Aber es führt auch zu dem, was Akbar als eine Konstitution nennt, die half self-pity und half bravado, also halb Selbstbedauernis, halb Depression und halb Größenfantasie. Dazu kommt eben, dass auch der Islam selbst immer wieder genozidal tätig war. So. Das überspringe ich mal. Das zweite ist, was sich durch diese kurze Geschichtlichkeit, durch diese intensive Geschichtlichkeit, die ganz im Gegensatz zu dem Ressentiment steht des Westens, dass der Islam ja so eine geschichtslose Religion sei oder so, also der Westen ist eigentlich eine geschichtslose Religion, trotz aller Geschichtswissenschaften. Was vor 10 Jahren war, weiß kein Mensch mehr. Was hat so einen vorgeschichtlichen Charakter, vor der Zeit der Computer, da wohnen die Menschen in Höhlen und so weiter. Ja, das ist alles immer sehr weit weg durch diesen Aktualisierungsdruck. So. Aber im Islam konstatiert Akbar, ein indischer Muslim, der eine sehr geniale Geschichte des Islam geschrieben hat, aus indischer Perspektive heraus, ein Medina-Syndrom.
Er sagt, naja, der Prophet Mohammed hat eine Krisensituation, nämlich die Schlacht bei Medina, in der er sich einer gewaltigen Armee von Feinden gegenüber sieht, der unterlegen ist, hoffnungslos unterlegen, und ihm dann, so die Erzählung, 3.000 oder 5.000 Engel zur Hilfe eilten und ihn retteten. Und er aus seinen Selbstzweifeln erlöst wird durch das Versprechen Gottes auf militärischen Sieg. Also in diesem Augenblick höchster Niederlage erhält man den höchsten Sieg. Dann sagt Akbar, ja, also es fallen natürlich alle Imperien, aber Muslime glauben an einen Drei-Phasen-Zyklus, nämlich Aufstieg, Fall und Erneuerung. Und sie sind eben nicht besiegt durch die Niederlage. Das ist sehr relevant, weil, wenn man das auf den IS überträgt, natürlich nicht. Er wird irgendwann zerschlagen werden müssen. Er ist im Zerfall begriffen im Moment. Offenbar, anscheinend fliehen die Kämpfer. Trotzdem, ich sehe auf den Karten noch keine großartigen Erfolge. Aber also die Millionenstädte Raqqa und Mosul befinden sich immer noch in seiner Hand. Aber er wird natürlich nicht wegen seines Untergangs im Gedächtnis bleiben, dass er ein für alle Mal besiegt wurde, sondern er wird wegen seines raschen und unglaublich grotesken Aufstiegs im Erfolg bleiben, dass er einen Handstreich dieses Großreich Levante eben eroberte. Und das entspricht natürlich auch diesem Anspruch, dass der Islam sich vor allem erneuern soll. Die Niederlage ist nicht so wichtig, der Tod ist nicht so wichtig, danach kommt das Paradies, danach kommt der militärische Erfolg, irgendwann, in 100 Jahren. Und das sagt auch Baghdadi: In combat with the enemies of God, he granted his followers success. Völlig koranisch, völlig einwandfrei, genauso ist es. Immer wieder der militärische Erfolg. Und was darin aber in eins gesetzt wird, ist eben, dass die Krise überwunden wird durch den Tod. Dass nicht der Tod die größte Krise ist, sondern dass eben auch die Niederlage schon wieder umgedeutet wird als Moment des Sieges, als Zeichen auf den Sieg. Und dass da eine Verquickung stattfindet von Euphorie und Tod. Und diese Verquickung ist ein ganz typisches Moment von Perversion. Wenn nämlich der Tod selbst den Übergang ins Paradies verheißt, dann das Ausleben von Sexualität, dann werden quasi die größten Antagonisten, die man sich denken kann, nämlich Tod und Sexualität, in eins gesetzt und miteinander versöhnt sozusagen oder miteinander voneinander abhängig gemacht. Man muss durch den Tod hindurch, um Sex haben zu dürfen, unbegrenzten Sex. Die islamische Paradieskunde ist sehr lebhaft. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, weil ich auch nicht mich jetzt lustig machen möchte. Dazu ist das Phänomen viel zu ernst. Also, diese Euphorie rührt aus der Überwindung eines Triebkonfliktes her, der so tief ist, dass er eben nicht auf realitätsgerechten Wege in einen Kompromiss gebracht werden kann, dass er nicht sublimiert werden kann, sondern dass er eben in der Selbstvernichtung endet. Und dann diese Lösung, endlich eine Lösung gefunden haben für diesen Triebkonflikt, dass man nämlich einfach nur sterben muss, was ja unglaublich einfach ist, jeder kann sich umbringen, jeder kann sterben, das ist wunderbar einfach. Da braucht man nichts dazu, also sehr attraktiv diese Lösung sich auszudenken und zu beschreiten. Dass diese Lösung dann für einen manischen Zustand sorgt, der auch charakteristisch ist, für Selbstmordattentäter, denen man eine gewisse Trance oder eine gewisse Manie nachsagt in ihren letzten Augenblicken. Also eine Euphorie darüber, dass man Tod und Sexualität versöhnt hat in einem quasi perversen Akt. So. Ich überspringe ein paar Sachen, um es nicht in die Länge zu strecken. Das sind nur Illustrationen, also the punishment is cutting off hands. Der islamische Staat macht nicht wesentlich etwas, was verboten wäre im Koran. Worum es aber geht, wenn man sagt, der islamische Staat ist nicht islamisch, ist die Frage von Muslimen, darf man andere Muslime töten? Wenn sie nicht islamisch sind, sind sie keine Muslime, darf man sie töten.
also darf man gegen sie kämpfen. Solange sie aber Muslime sind, ist das sehr, sehr heikel, weil eigentlich das Tötungsverbot vorherrscht. Der islamische Staat selbst macht sich das sehr einfach und darin liegt auch die Ursache für die Spaltung zwischen Al-Qaida und dem islamischen Staat, dass der islamische Staat sagt, also seine Theologen Al-Baghdadi und vor allem auch Zarqawi, dass die Schiiten auch Ungläubige sind. Man soll auch alle Schiiten töten, man darf alle Schiiten töten. Die sind Takfir. Das ist der Takfirismus. Die Ungläubige sind, die darf man töten. Jetzt sagt der islamische Staat auch, naja, Christen müssen wir nicht alle töten. Nur die jetzt uns schaden, aber theoretisch können auf unserem Territorium Christen leben, rein theoretisch sogar Juden. Die müssen halt Kopfsteuer zahlen, die islamische Kopfsteuer, Jizya, als Dhimmis. So. Wir sagen aber auch, Jeziden erkennen wir nicht an, sind Teufelsanbeter, bringen wir alle um. Den Tag 4 dürfen wir umbringen, dürfen wir das versklaven. Und das ist schon ein Unterschied teilweise zu Al-Qaida, der dieses Vorgehen mitunter aus rein strategischen Gründen schon zu heikel war, weil Al-Qaida versuchte als propagandistisches Strategem immer zu sagen, wir verteidigen die angegriffenen und unterdrückten Muslime. Wir verteidigen die schwachen Muslime. Und das ist natürlich fatal, weil wollen die Muslime in der Propaganda hören, dass sie schwach sind, dass sie unterdrückt sind? Der islamische Staat dreht das um. Er sagt, nein, wir sind hier die Starken, wir sind mächtig, wir richten die anderen zu, wir sind sozusagen selbstbewusste Täter und wir haben aber alles Recht dazu, diese Täter zu sein. Es gibt natürlich auch die Verteidigungsrhetorik im islamischen Staat, wir verteidigen unseren Staat und so weiter, aber was in der Propaganda der Gräueltaten kommuniziert ist, dass man stark genug ist, dass man Angreifer ist, dass man eben diesen unterdrückten Status selbst überwunden hat, selbst Unterdrücker geworden ist. Das ist ein kleiner qualitativer Shift, der für einen ganz fundamentalen Bruch zwischen Jabhat al-Nusra, also Al-Qaida, und ISIS geführt hat, der sich bis in die Internetforen nachvollziehen lässt. Dazu empfehle ich sehr das Buch ISIS von Jessica Stern und Jane Berger auf Englisch, leider nur bislang vorrätig. So. Was auch für bürgerliche Gesellschaften gilt, ist, dass die Liebe aufgespalten wird in Geschlechtsliebe mit eigentlich verachteten Frauen. Die Frau, die zu Hause sitzt, die Matrone und so weiter, die am Ende noch mit dem Kochholz, mit dem Nudelholz hinter der Tür steht, um einem eins über die Rübe zu braten, nur weil man mit den anderen Männern in der Kneipe war und sich besoffen hat. In dieser archetypischen Karikatur vielleicht der 50er, 60er, ne? Die Matrone steht mit dem Nudelholz zu Hause und mit der muss man dann eben schlafen, wie es in dem Witz heißt, ich würde sogar mit meiner eigenen Frau schlafen. Also es wird aufgespalten in die Geschlechtsliebe mit den nicht geliebten und eigentlich verachteten Frauen und in die emotionale Liebe, aber nicht Geschlechtsliebe mit den anderen Männern im Fußballverein, in der Kneipe und so weiter. So, das macht den grundsätzlichen Charakter von Heterosexualität und Homosexualität in der bürgerlichen Gesellschaft aus. Und etwas sehr Ähnliches, vielleicht sogar Gleiches, passiert auch im Islam, in den islamischen Gesellschaften, dass dort Homosexualität natürlich strengstens verboten und mit dem Tode bestraft wird. Das heißt aber eben nicht, dass alle, die jetzt in der islamischen Welt homosexuell sind, dann sich zu ihrer Homosexualität sich dessen bewusst werden und dann eben Opfer sind, sondern das heißt zum Teil eben auch, dass der verdrängt homosexuell ist, sich nicht als Homosexueller erleben kann und darf gesellschaftlich und dann unter Umständen zu einem homophoben Aggressor wird. Das ist eben diese doppelte Dialektik von Homophobie und homosexueller Unterdrückung, dass in der Homophobie eben die unterdrückte Homosexualität auch eine erhebliche Rolle spielt. Das Gleiche natürlich in der islamistischen Homophobie. Wenn sich wie hier diese Brüderhorden zusammenfinden, im größten Glück die Frauen und die Kinder, die haben sie zu Hause gelassen und dann finden sie hier eben ihr Elysium in der narzisstischen Brüderhorde. Das ist ein unglaublich unscharf, das Bild. Naja. So. Man kennt dieses Phänomen auch aus der Erforschung des Narzissmus des Christentums, die narzisstische urchristliche Brüdergemeinde.
in der Jesus sich aufhält mit seinen Jüngern, in der Frauen teilweise ausgeschlossen sind, nicht nur, ne, man kennt das ja, die deterministische Interpretation des Christentums mit seinen Frauen, aber in der sich doch diese homoerotische Liebe auf eine Führerfigur richtet, auf eine idealisierte Figur. Das Gleiche findet auch statt beim IS. Der IS versucht das natürlich auch zu instrumentalisieren, es zu erzwingen, es vorzugeben, so hat die Liebe zum Führer zu sein. Das ist in all diesen faschistischen Bewegungen so. So, aber was sagt er hier? I'm not the best of you, nor I'm better than you, sagt er hier. Der bescheidene al-Baghdadi, Kalif. Das ist ein Propagandem aus der Propagandapsychologie, ganz bekannt. Der humble leader, der great little man. Ich bin eigentlich nur ein ganz gemeiner Arbeiter. Ich habe auch meine Schulden, ich habe auch mein Schärflein, mein Säcklein zu tragen und so weiter. Das sagen diese ganzen faschistischen Prediger auch von sich und hoffen zugleich gerade deshalb als Führer gewählt zu werden, dass sich diese ganzen anderen kleinen Männer in der Lonely Crowd mit ihnen identifizieren können und sich denken können, naja, eigentlich könnte ich da auch stehen. Dann steht er halt eben da, ist ja auch egal. Dieses Verhältnis zum Narzissmus erkläre ich noch ganz kurz. Der Narzissmus ist in der neueren Narzissmustheorie der Ablöser der Todestriebtheorie, dass man sagte, diesen Todestrieb, den kann man zwar phänomenologisch feststellen, der ist da, als empirisches Phänomen. Leute wollen sterben offenbar aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber wenn wir den jetzt als Trieb behaupten, dann ist das so essentialistisch. Der erklärt eigentlich gar nichts, wo soll der herkommen. Allenfalls biologistisch als irgendeine Form von Bevölkerungskontrollprogramm im Menschen oder so, dass die Menschen dann irgendwann sich wünschen zu sterben oder gegenseitig umbringen. Da sagt man, nein, also wir müssen dieses Phänomen Todestrieb auf eine rationalistische Grundlage stellen. Und das hat man gemacht durch die Narzissmustheorie, die man bei Freud dann wieder aufgriff. Also die man wiederentdeckte sozusagen von Freud und gegen Freuds Todestriebthese wendete. Und die sagt, dass jeder Mensch als Narzisst geboren wird, im primären Zustand des primären Narzissmus, im Mutterleib, keine Grenzen kennt, überall ist sozusagen, keine Objekte kennt. Und dass er dann durch die Geburt das erste Mal gekränkt wird und dann immer weiter gekränkt wird, indem man nämlich anerkennen muss, dass es Objekte gibt, die nicht seiner Kontrolle unterliegen. Und das wichtigste Objekt, das er zuerst erkennt, ist natürlich die Mutter. Und dann richtet er zunächst seine Wut auf diese Objekte, eine grenzenlose Wut, die sich nach und nach dann in realitätsgerechtes Verhalten ändert und in Kreativität. Zerstörung wandelt sich in der analen Phase in Kreativität. Beherrschung durch Zerstörung wandelt sich in das Erschaffen von Dingen. Ich muss den Bauklötzchenturm nicht nur umschweifen und habe was erschaffen, sondern ich kann ihn auch aufbauen. Das ist ein Schritt. So. Aber erst entzieht sich die Mutter dem Kontrollzugriff des kleinen Narzissten, des Kindes, und dann kommt auch noch ein Konkurrent, nämlich der Vater, und beansprucht die Mutter für sich. Das ist die zweite große oder die dritte große Kränkung, vielleicht die in einer unendlichen Kette von Kränkungen des kleinen Kindes, die Nummer X oder so, aber eine der größten Kränkungen. So, wenn jetzt diese Vaterfigur oder schon diese Mutterfigur die natürlichen narzisstischen Regungen des Kindes nach Geliebtwerden, nach Vollständigkeit, nach Mächtigkeit kränkt auf eine extreme Art und Weise, dass man das Kind schlägt, dass man es beschämt für seine natürlichen Regungen, dass man es extrem beschämt dafür, dass er zum Beispiel danach fragt, ob die Mutter einen Penis hat oder oder wenn es sagt, es hat einen größeren Penis als der Vater, wenn es an dieser ganzen Geschlechtlichkeit sich fasziniert als kleines Kind, etwas wissen will, Intellektualität lernen und man ihm dann sozusagen auf die Pfoten haut und sagt, wie kannst du nur sowas sagen? Dass das natürlich äußerst schädlich ist, dass das eine narzisstische Kränkung ist, die vermeidbar ist, die das Ich schwächt des Kindes und die es sozusagen zurückziehen lässt hinter eine versuchte Realitätsgerechtigkeit, dass man Trieb und Narzissmus wechselseitig integriert. Dass man also lernt, Lust zu haben, seine Wünsche zu erfüllen,
und das Realitätsprinzip anzuerkennen. Und das ist Sublimierung im Wesentlichen. So, das lernt es nach und nach. Im Idealfall, wenn es reift, wenn es aber eingeschränkt wird oder wenn ihm Gesellschaft durch Propaganda immer wieder eine andere Lösung anbietet, wie es die islamistische Propaganda macht, dann kann es sein, dass es diesen Trieb nicht in den Narzissmus integrieren kann und dass Trieb und Narzissmus sich feindselig zueinander verhalten und die narzisstische Lösung der Ödipalität vorgezogen wird. Ich erkläre das, dass das Kind sagt, ich vermeide diese ganze konfliktbelastete Sexualität und ich kompensiere das durch narzisstische Projektionen. Ich bin quasi rein, ich bin unschuldig, ich hatte nie sexuelle Gedanken oder Fantasien. Also ich besitze schon die Mutter, den Vater gibt es eigentlich gar nicht und so weiter. Also Phasen dessen sind völlig normal, ne? Aber die narzisstische Lösung beharrt eben darauf, zu sagen, wie zum Beispiel Jesus Christus, mein Vater war Gott. Aber deshalb ist er eben weit weg und mein realer Vater ist eben schwach, entmündigt und so weiter. Aber deshalb bin ich eben auch Gott, wie das Jesus Christus dann war. Das ist schon eine narzisstische Erhöhung. Und dann kommt er eben auch zum Schluss zu sagen, ja, wenn dich dein Auge ärgert, dann reiß es aus und wirf es weg von dir. Und wenn du auf eine andere Frau schaust, dann hast du schon gesündigt. Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus und wirf es weg von dir. Das ist die narzisstische Lösung des Konfliktes, des Triebkonfliktes, den Trieb wegzuwerfen und daraus dann das Hochgefühl zu schöpfen, dass man ihn überwunden hat, dass man über den Trieb gewonnen hat. Also der Abschied vom Trieb, we left our children and we left the pretty women behind. Und dann, we came to the land of honor and jihad and this is where I feel at ease 100%. Kann man natürlich streiten, wie das übersetzt wurde. Ich nehme mal das Englische at ease als authentisch an und dann kann man das auch ernst nehmen. Die Erleichterung, die der Narzisst darüber spürt, dass er diesen Triebkonflikt ganz genial losgeworden ist, indem er sich einfach schon imaginiert als den Größten und sagt, ich brauche das alles nicht, ich habe eine ganz andere Lösung, nämlich Jenseitsprojektion, ich werde irgendwann im Paradies belohnt oder ich werde irgendwann der Größte sein oder ich bin eigentlich schon der Allergrößte, obwohl ich natürlich in Realität ein gedemütigtes, beschädigtes Individuum bin. Daraus schöpft sich eben diese Befriedigung. We are living in a joy that I can't describe. Das ist Propaganda, ja, aber es ist auch durchaus ernst zu nehmen als das, was diese Leute ansprechen müssen, möchten und auch das, was sie womöglich tatsächlich selbst empfinden und fühlen. Oder er hier dann sagt, we don't want a happy life and trips. The opposite such things take us away from God. Die reale Befriedigung wird aufgeschoben bis zum jüngsten Tag. Sie wird nicht sublimiert, wird keine Lösung gefunden, die realitätsgerecht ist, sondern eben eine fetischistische Lösung, eine perverse Lösung zu sagen, na gut, setze ich Tod und Sexualität zusammen, das bringt mich näher zu Gott, dann komme ich ins Paradies, da löse ich dann alles. They don't know that we are the best people on the planet, diese Grandiosität, das Merkmal des malignen Narzissmus. Jeder braucht den Narzissmus, ne, eine wechselseitige Integration von Trieb und Narzissmus. Jeder ist Narzisst auf eine gewisse Weise. Narzissmus ist eine gesunde Eigenschaft. Maligen wird er eben, wenn diese Größenfantasie nicht mehr konkret ist, sondern sich eben aus Phantasmen schöpft, wenn sie sich aus fantastischer Kompensation schöpft und wenn sie eben immer eines Projektionscontainers bedarf. Wir sind die Allerbesten, die anderen sind Schmutz, Unrat, die denken das Sexuelle, das Schädliche und so weiter. Die darf man alle umbringen dann, weil man der Größte ist und die unrein sind. Das ist diese Spaltung, die verweist eben darauf, dass das sehr früh stattfindet, nämlich in der analen Phase der Kindheit, wo diese Trennung von Schmutz, Unrat, Hygiene und Reinheit zwangsläufig erlernt werden muss. Wenn sie aber mit übergroßer Scham erlernt wird, mit übergroßen Traumata erlernt wird, nicht begriffen wird als sinnhafte, begünstigt das natürlich dieses Verhalten, die anderen als Dreck und Schmutz zu sehen, die man wegmachen muss und so weiter.
Genau das gleiche Verhalten wird natürlich gegenüber dem Islamischen Staat an den Tag gelegt. Wenn man jetzt diese gesamte syrische Bevölkerung sagt, das sind ja alles Islamisten, da ist ja entsetzlich überall Jabhat al-Nusra, Islamischer Staat, am besten Atombombe drauf, dann ist alles weg. Ist genau so eine wahnhafte, anale Lösung, eine genozidale Fantasie sozusagen, die zum Glück dann meistens noch von irgendeiner Art Realitätssinn als Fantasie eingeholt wird, aber die eben trotzdem doch bemerkenswert oft abzurufen ist bei bestimmten Klientelen. Genau. Der Narzisst hat auch, das ist auch in der Narzissmustheorie, auf die ich mich heute konzentriere, es gibt viele Dimensionen, Sublimierung, Triebunterdrückung, Homosexualität und so weiter. Kinder sind ideale Projektionscontainer für Narzissten. Warum? Weil Kinder gelten allgemein als unschuldig, obwohl sie genau das Gegenteil sind. Kinder sind natürlich polymorph, pervers, sie spielen mit Kot, sie haben Tötungsfantasien noch und nöcher. Sie sind auch, verhalten sich auch teilweise in mörderischer Wut gegen Altersgenossen und gegen Erwachsene. Sie schlagen, treten, beißen. Ganz normales, kindgerechtes Verhalten. Aber der Narzisst idealisiert seinen eigenen Kinderzustand. Kinder sind sozusagen ideale Narzissten, weil sie selbst Narzissten sind. Deshalb der erwachsene, nicht reife Narzisst, der maligne Narzisst, identifiziert sich mit dem kindlichen Narzissmus sehr stark. Der kindliche Narzissmus kann das eben, dass er diesen Liebreiz, dieses ganze kindliche Flirten ausspielt, um sich für Fehlverhalten zu entschuldigen. Ja, habe ich gar nicht getan, ich bin ganz lieb und so weiter. Ne? Das machen Kinder ja permanent. Die können das sehr gut. Wie gesagt, natürliches Verhalten. Der Narzisst sucht sich genau dieses Projektionsobjekt, das kleine Kind, versetzt sich selbst da hinein. Genau. Und was macht er hier? Um den kindlichen, natürlichen Narzissmus anzusprechen, kniet sich der erwachsene, maligne Narzisst herab und guckt zu dem Kind hinauf. Und er wirft sich dem Kind, spricht dadurch den Narzissmus des Kindes an. Nicht, weil er sich ihm real unterwirft, sondern weil er ihm seinen Willen aufzwingen möchte. Er will ihn, fragt ihn, ob er lieber ein Märtyrer sein will, ein Selbstmordattentäter, wenn er mal groß ist, oder ob er lieber ein Dschihadist sein will, ein Kämpfer. Vor die Wahl wird man dann als Kind gestellt im Herrschaftsbereich des Islamischen Staates. Wie gesagt, seit annähernd 5 Jahren lässt der Westen zu, dass Kinder von solchen Leuten erzogen werden, dass sie indoktriniert werden mit entsprechenden Ergebnissen, die man dann noch auf Jahrzehnte hinaus haben wird. Ich glaube, das waren tschetschenische Kinder, die dort als Mitreisende von tschetschenischen Kindern Kämpfern mitgebracht wurden. Genau, was willst du sein? Dschihadist oder Selbstmordattentäter? Das sind nur deine Berufswünsche. Und dann wird eben auch die Emotionalität, die Liebe zu den Kindern gefeiert, diesen propagandistischen Bad im Fluss, was für die Kamera vorgenommen wird, weil man sich selbst als diese unschuldigen Kinder ja erfährt und sieht. Man hat sozusagen alles Recht, seine Wut abzureagieren, Leute zu töten. Genau wie das Kind das Recht hat, die Mutter zu treten, vor das Schienbein zu treten, weil die Mutter ihm kein Eis gegeben hat oder was. Ne? Das hat man ja alles. Und genau die gleiche, auf die gleiche Ebene, mit dieser gleichen Unschuld möchte sich natürlich der Dschihadist auch selbst immunisieren gegen Vorwürfe. Er versetzt sich in dieses Kind hinein. Die Taktik, Kinder zu nehmen, ist natürlich von allen diesen faschistischen Organisationen bekannt. Wir hatten das bei der LRA, genauso bei der Lord Resistance Army in Uganda, im Kongo. Wir haben das bei der RUF sehr populär gehabt, diese Bilder von 10-Jährigen mit Maschinengewehren, die dann größer sind als sie selbst und so. Und man hat das natürlich auch vom Iran, der heute als Partner im Kampf gegen den IS gilt. Iran hat zehntausende Kinder in den Tod geschickt als Kämpfer in Selbstmordwellen gegen irakische Stellungen, von denen die haben die auf Maschinengewehrstellungen geschickt in Massen, in Wellen, genau wissend, dass tausende von ihnen niedergemäht werden von diesen Maschinengewehren. Die haben teilweise nicht mal Waffen mitgekriegt oder nur jeder Zehnte eine Waffe und so weiter, weil man es machen konnte, weil man so etwas mit Kindern anstellen kann, wenn man sie nur entsprechend manipuliert. Das psychologische Wissen ist grenzenlos. Das sind geniale Psychologen, diese Leute, auch Kinderpsychologen. Nur, sie wenden es eben in ihrer eigenen pathologischen Zwecksetzung an.
lasse ich aus. Also, ich komme damit dann einfach mal zum Schluss. Alles Weitere können wir klären in der Diskussion. Was man als klassische Trias der Gewalt generell festhalten kann, ist gescheiterte Ödipalität, dass das Realitätsprinzip, das durch den Vater meist vertreten wird, aber auch schon durch die Mutter, nicht zu unterschätzen, dass die scheitert, dass das Kind nicht darüber hinwegkommt, dass es den Vater nicht beseitigen kann, aus unterschiedlichen Gründen, deren bedeutender immer die Traumatisierung ist, ein nicht angemessenes Verhalten von Elternfiguren. Das kann Missbrauch sein, das kann eben auch Erziehung zur Härte oder Schamerziehung sein. Und dass dann Narzissmus sich gegen den Trieb wendet, dass man sich mit dem Aggressor identifiziert, der einen schlägt. Und dass man sozusagen in die Lust an der Selbstaufgabe dann eine Befriedigung findet. Also in der Selbstaufgabe Lust schöpft, eine Lustquelle. Dass man sich, wenn man die Macht schon nicht überwinden kann, man sich selbst aufgibt und mit ihr identifiziert. Das, was man populärwissenschaftlich als Stockholm-Syndrom kennt, die Identifikation des Geiseln, der Geisel mit dem Geiselnehmer, die hat auch ihre universale Dimension in jedem Menschen, dass er sich zu einem Stück weit auch gezwungen ist, sich mit dem Aggressor Realität zu identifizieren und dass man da nur Kompromisslösungen anstreben kann, dass aber gleichzeitig man bestimmte Faktoren festsetzen kann, die traumatisch einwirken, die sehr stark störend auf eine gelungene Lösung und Reifung einwirken. Wir haben einen malignen Narzissmus, der sich kennzeichnet durch Maximalismus, zum Beispiel durch Askese, durch Sexualfeindlichkeit, Triebfeindlichkeit und letztlich durch den Tod, weil der Tod sozusagen diesen Urzustand des Narzissten wiederherstellt, einen Zustand, in dem man nicht mehr gekränkt wird, gar nicht mehr gekränkt wird, in dem man keine Grenzen mehr hat, in dem man sich auflöst, die lästige Subjekt-Objekt-Trennung nicht mehr verspürt, also auch keine Objekte, die man nicht kontrollieren kann, außer einem existieren und wahrgenommen werden. Und letztlich die pathische Projektion, dass alles, was das eigene narzisstische Idealbild des Islamisten stört oder auch jeglichen Narzissten, dass das projiziert wird auf andere Objekte. Und das Angebot, was an jeden Menschen natürlich heute gemacht wird, ist, dass er seine ganzen lästigen Gedankenoperationen, seine ganzen lästigen Triebregungen loswerden kann, zum Beispiel durch den Antisemitismus, der mächtigste Projektionscontainer, der einem global angeboten wird, ist der Antisemitismus. Und das insbesondere den Dschihadisten natürlich angeboten wird, durch Propaganda von frühester Kindheit an zu sagen, naja, da sind eben die Juden schuld, die Zionisten, die reparieren die Pumpe nicht, die Wasserpumpe, die nehmen uns das Wasser weg. Und so weiter. Und das zweite Projektionsobjekt, auch ganz klassisch, auch universal, sind Frauen. Und es ist erprobt zu sagen, naja, die Mutter, wenn sie mir schon nicht alles gibt, wenn sie sich mit dem Vater dann lieber einlässt, dann ist sie eben eine Hure, eine Schlampe und so weiter. Und die ganzen Abwertungen, die man ja aus sehr, sehr vielen kulturellen Ensembles kennt und kennengelernt hat. Nur dass sich da auch nichts Originelles des islamischen Staates oder des Dschihadismus im Allgemeinen verbirgt, sondern nur eine spezifisch angereicherte Form, die man eigentlich kennen müsste. Auch hier wieder kehre ich zurück zu meiner eigentlichen Frage, warum, wenn man das alles kennt, man das alles wissen könnte, wenn das Rätsel gar nicht so groß ist, wenn es auch eine gewisse Universalität hat, die ganze Barbarei in Gebieten, wo das Gewaltmonopol erodiert ist, wo eben Söldnerbanden erodieren, wo nach und nach Gewalterfahrungen sich akkumulieren, Traumatisierungen sich akkumulieren und irgendwann eben beschädigte Subjekte nur noch ihre eigene Angstwelt nach außen projizieren können, sie nur noch beherrschen können, indem sie sie reproduzieren, indem sie anderen Angst einjagen, indem sie andere terrorisieren. Wenn man das alles ja eigentlich recht gut kennt und erforscht hat, warum man dann nichts dagegen unternimmt, das ist eben die andere
Lösung abseits der aggressiven, das ist nämlich die passive oder die autoaggressive Lösung, dass man sich einfach sagt, naja, das gibt es alles nicht oder das ist ein Randgruppenproblem oder das hat nichts mit mir zu tun, ich bin Deutscher und ich wohne in Deutschland und die sollen auch alle bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und das sind alles Lösungen, die am gleichen Problem sich entzünden, nur die als Lösung eben haben, auch in gewisser Weise pervers, sich nicht dazu zu verhalten, sich nicht realitätsgerecht dazu zu verhalten, die erwachsene Lösung zu umgehen. Und auch das ist nämlich eine narzisstische Lösung, zu sagen, wir führen keinen Krieg, unsere Hände sind sauber, wir haben mit dieser ganzen Gewalt nichts zu tun, wenn wir nur keinen Krieg führen. Das ist eine narzisstische Lösung. Man lässt die ganze Gewalt, überlässt man anderen, die man dann teilweise auch noch verrät, dass man sagt, naja gut, die Kurden sollen Krieg für uns führen, aber sie kriegen kein entsprechendes Gerät, sie kriegen keine Luftabwehrraketen, sie kriegen keine richtig guten Waffen, keine Panzer, obwohl sie gegen Panzer kämpfen müssen, kriegen keine Feldhaubitzen, obwohl sie gegen Feldhaubitzen kämpfen müssen, die der Rest da drum liegen lassen hat. Das ist im Wesentlichen eine narzisstische Projektion, zu sagen, wir sind rein, wir sind fein, wir sitzen hier in unserem Häuselein. Diese pazifistische Lösung scheint mir doch nur eine spiegelbildliche, perverse Lösung dieses Problems, dessen, das sich durch das andere Spiegelbild eben stellt. So, ich höre jetzt auf, beende jetzt den Vortrag erstmal an dieser Stelle. Ich hätte natürlich noch viel mehr Folien, man kann einen ganzen Workshop daraus machen, man kann auch sein Leben damit verbringen, das zu beforschen. Es geht eben darum, das relativ schnell in Praxis auch umzusetzen. Da ist auch eine eklatante Immunität zu bemerken von einer politischen Dimension und einer theoretischen Position, die sich überraschend einig ist. In der Dschihadismusforschung, in den Forschungen zur Psychologie des Islamismus gibt es keine großen Brüche, keine großen Streits, das ist eigentlich alles relativ unisono, keine großen Konflikte. Vater als Problem, schwache Väter oder sadistische Väter, die ganzen Projektionen und so weiter, das wird dann ergänzt und erweitert, so dass man sagen kann, man hat natürlich auch noch eine Reihe anderer gesellschaftlicher Probleme wie die generelle Umsetzbarkeit von Theorie in Praxis, die Übermacht von Objektivität und so weiter. So. Dann höre ich jetzt auf, ich suche gerade die Abschlussfolie. Ja, Luftkrieg kann man natürlich auch noch viel drüber referieren. So, genau, das war die letzte Folie. Und dann öffne ich gerne der Diskussion noch das Feld. Wo sind wir? Bei welcher Zeit? 100 Minuten ungefähr. 100? Ach ja, na gut, dass ich offen. Ja, okay.